So, wir haben ja hier letztes Mal aufgehört. Jetzt kriegen wir sogar noch kritische Chance von der nächsten Map. Rote Waffen fehlen uns noch komplett. Vielleicht bekommen wir jetzt am Anfang direkt einen Amboss. Dann können wir unser Schwert upgraden. War auf jeden Fall ziemlich cool. Da müssen wir ein bisschen abwarten jetzt und schauen, wie es läuft. Wir haben ja auch in der letzten Folge gemerkt, ab und zu hat man richtig hart Pech, wo Viktor und Baden in der Meute da waren. Wurden die fast komplett getötet? Ein Live-Leech und dann Assassine oder Hookratte war es. War auf jeden Fall eine ziemlich explosive Kombi. So, vielleicht möchte jemand den mitnehmen. Wir nehmen natürlich nicht den da mit. Baden könnte sich auch noch heilen. So, ja, wir passen jetzt mal auf wegen der. Ich will sagen Hookratte, aber wegen der Beuteratte gleich. Oh, und wir haben Bluttornados. Und wir haben einfach 7 Schilde bei unserem normalen Schwert. Na, dann schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Ja, und nur Munition soll mir recht sein. Dankeschön. Kommt er nicht hier runter? Ah, doch, jetzt kommt er. Ja, für den würde ich jetzt auch nicht meinen Super ausgeben. So hart, wie der schon angeschlagen war. Wir sollten uns noch. Ich würde gern Segen kaufen. Aber wir warten erstmal ein bisschen ab hier. Okay, soviel dazu. Dankeschön. Ich warte momentan auch am liebsten ein bisschen ab, bis erstmal ein Schlag reinkommt und abgeblockt wird, bevor ich den nächsten Schlag mache. Oh Gott, hat gerade alles so gewackelt, da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Und irgendwo. Na, egal, wir kaufen uns das nächste Mal einen Segen. Wir würden wahrscheinlich wieder viel zu lange hier um auf den Dings warten. Auf was Rotes. Ja, den Assassinen hatte ich noch mal kurz Angst gehabt. Und wir haben den sogar bekommen, interessant. Manchmal läuft alles gut, obwohl man nicht wirklich aufpasst. So. Hier gibt es ab und zu mal Ambosse, aber natürlich diesmal nicht. Vielleicht gibt es weiter oben einen. Jawohl, die Hälfte direkt abgezogen, das ist perfekt. Und Baden hat den natürlich gerippt. Wir packen mal hier ein Räuchergefäß hin. Und nehmen unseres dann direkt wieder mit. Nicht, dass jemand auf eine schlechte Idee kommt und uns nicht mitnimmt. Uns mitnimmt, so rum. Boah, das Wackeln ist echt übel. Okay, die sind fertig. Endlosbomben nehmen wir mal mit. Es gibt einfach keinen roten Schein bisher, ist so traurig.
Oh, da unten ist einer. Wir kaufen mal direkt und hoffen dann auf das Beste. Aufpassen. Genau deswegen. Dankeschön. Naja, wenn der Zwerg nicht am meisten Damage gleich gemacht hat, das wäre schon sehr, sehr komisch. So, wichtig sagen wir, wir haben etwas Rotes und jetzt gleich kommt dann noch der Schrein. Da können wir uns einen Superman nehmen. Okay. Na, ich habe ganz vergessen, dass Victor ja auch ein Schild hat. Da wäre es gar nicht so wichtig gewesen, dass wir da so reinrennen. Okay, so viel dazu. Dankeschön. Ich meine, Dankeschön. Ja, aber man merkt, ich bin echt nicht so der super duper Kuba-Spieler hier. Es lief damals mal besser. Okay. Schnell hier durch, bevor der Blutornado uns wieder auseinander nimmt. Vielleicht möchte Victor hier Bombentrank mitnehmen. Da kann ich gerade nicht helfen. War gerade zu viel Gas und Bluttornados, da wollte ich nicht einfach reinsteppen und sterben. Was ja bei sowas öfter passiert. Wenn es krass ist, weil wir bisher immer noch keinen Schrein haben. Aber unser Schwert hat jetzt ja auch deutlich mehr Cleave. Es ist wirklich jetzt deutlich angenehmer. Okay, ist nur der Zweck hinter mir. Schön aufpassen, nicht, dass wir geassassint werden. Wir nur abwartet, bis die Leute mit Fernkampf auch drauf zielen können. Okay, ist weg, perfekt. Oh, wir kriegen gerade so viel Geld. Was war das für ein Assassine gerade gewesen? Springt da einfach so gegen die Wand und stirbt. Ich weiß nicht, ob die da hinten ein bisschen Hilfe brauchen. Ich laufe mal auf jeden Fall. Okay, ich muss nicht wirklich zurücklaufen. Obwohl wir hier vielleicht ein bisschen besser gegen die Welle kämpfen sollten. Ja, ich muss auch mal wieder Victor spielen. Auch wenn es nicht so gut läuft in letzter Zeit. Den Kriegspriester hier mit dem großen Hammer. Ich zieh mal hier weg wegen dem Bluttornado. Ich bin aber auch echt sehr gespannt mal auf nächste Woche, wenn wir wirklich den Darktide-Trailer dann bekommen. Den Gameplay-Trailer.
ob das Gameplay wirklich genauso geil aussieht wie im Trailer bisher. Aber das wäre der Hammer. Schön langsam hier durch. Ich möchte hier weg, ich möchte hier weg. Genau deswegen. Autsch, 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 autsch. Ja, ich glaube, ich werde das nicht mehr überleben hier. Obwohl, wir haben die Schadensverringerung einfach bekommen. Und die hab vorhin genommen, ganz am Anfang. Da ist es ganz gut, dass wir die genommen haben vorhin. Ja, kommt her, kommt her, kommt her. Wir sind doch schon hinter dir. Ja, wir sollten dann ganz kurz hinten um uns um die kümmern. Okay. Ich habe jetzt kein Interesse, die ganze Zeit durch das Gas zu laufen. Okay, aber zu dem komme ich nicht mehr. Okay, ich hoffe, Bahn ist dann auch wieder fertig, wenn wir gleich den Schrein hier machen. Okay, Victor macht schon. Wir müssen woanders hinlaufen. Ja, natürlich schildbrechend. Oder nee, ansteckende Raserei. Wir haben natürlich voll umsonst unseren Supercard rausgenommen. Okay, soll mir recht sein. Drei kritische, also kritische Treffer, wenn wir Schaden erleiden. Das ist eigentlich mega gut. Victor's Hammer leuchtet immer noch so schick. Der Flegel hat ja auch in-game, zumindest hatte er auf jeden Fall in-game auch die Animation gehabt, dass er leuchten kann. Aber wegen Games Workshop darf der Kriegspriester ja keine Dingens haben. Keine von den, wie heißt es, keine leuchtenden Pflege, sondern nur leuchtende Hämmer. Ja, danke für ein Schild, aber er war nicht so nötig. Ah, jetzt fangen die wieder an mit durch Boden schießen. Okay. Ich laufe jetzt mal durch. Ich habe nämlich keinen Bock, wieder in der letzten Sekunde hier von drei Assassinen oder sogar auseinandergenommen zu werden. Den Eisbogen finde ich auch sehr, sehr schick. Aber der zieht ein bisschen, also der blockt ein bisschen viel Sichtfeld. Finde ich zumindest. Boah, wie viel da eigentlich hinten noch runterkommt. Naja. Und jetzt gleich gibt es das Finale. Aber das gibt es sogar noch in der heutigen Folge. Das möchte ich jetzt nicht noch länger aufschieben. Das dauert dann wahrscheinlich sowieso nur 8 Minuten oder so am Ende. Wählen wir direkt mal aus. Dann geht es direkt auch schon los. Vielleicht kriegen wir sogar einen roten Schrein am Anfang. Und würde unser Power Level nach oben ziehen. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Ich denke, dass wir in Darktide genau so einen Weg gehen werden wie in Vermintide mit den Waffen. Dass man zwar wahrscheinlich, obwohl man kann die, es heißt, dass man die upgraden kann. Ich bin gespannt. Also ich denke auch, dass es irgendwie sowas wie rote Waffen gibt, die dann ein bisschen cooler aussehen als sonst was. Das müssen wir mal abwarten. So, Verbandszeug. Was haben wir eigentlich auf dem Schwert hier für ein Trade drauf?
Kritische Treffer stellen Gesundheit wieder her. Bloß und Blockwinkel, Kraft gegen Chaos sind ja super Trades. Schwert und Schild haben wir Angriffsgeschwindigkeit. Und zwar ziemlich, ziemlich coole Angriffsgeschwindigkeit. Kommen nicht genug Gegner, damit wir die Angriffsgeschwindigkeit wirklich ausnutzen können. Ja, ich kämpfe dann doch wieder nicht so oft mit dem Schild hier. Okay. Der dritte war der, genau, der weite Sweep hier. Der war eigentlich ziemlich cool gewesen. Boah, das ist der große Radius hier. Und wirklich weit ausweichen können wir auch nicht mit dem Schild in der Hand. So, da hinten gibt es noch einen random Waffenwechsel. Ist vielleicht nicht das coolste. Haben nochmal einen normalen Trank getubt. Ist auch in Ordnung. Wir sollten dann gleich trinken, wenn er noch da liegt. Und dann nochmal Dingens tupen. Und zwar ein Jadegefäß. Jawohl, wir haben zwei Assassinen bekommen. Die Angriffsgeschwindigkeit ist eigentlich echt nice. Ich sollte eigentlich auch mal versuchen, Ritter zu Fuß zu spielen. Ist okay, ich kann einfach blocken hier. Ich weiß nicht, ob das wirklich so, so geil ist gerade. Ah, stimmt, wir kriegen kritische Treffer hier. Möchte noch jemand teilen? Oh, oder? Ja gut. Dankeschön. Für diese 5 Gesundheit hier nochmal. So. Gleich sind wir beim Finale hier oben. Ich bin gespannt, wenn es die Flüche gibt, ob wir dann auch die Arena hier mit dem anderen Fluch spielen können. Weil wenn ja, werden wir es auf jeden Fall mal machen. Und es ist irgendwie auch gar nicht schlecht, dass wir Schaden bekommen. Oh, waren 3 natürlich gewesen. Nice. Und dankeschön. Weil da bin ich echt mal gespannt, wenn die Arena hier auch mit dem neuen Flug dann ausgestattet wird. Was wir dann da quasi als Endflug bekommen. Okay, nice. Oh, hier ist wieder so ein Schädel, der uns töten will. Hm, nee, ist nur der Zwerg. Nice, und jetzt sind wir am Finale. So, ich starte schon mal direkt. Hopp, 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 hopp. Wir haben auch keinen irgendwie
blaues Schwert bekommen, gell? Nee, wir haben immer noch das ganz normale. Aber es ist halt rot. Ein Jade-Sensor haben wir. Hat Kirillien noch. Okay, Viktor, geht's hier soweit gut. Wir sollten aber trotzdem ein Stück hier vielleicht zurückkommen. Oh, ich hätte den noch nicht einsetzen sollen. Verdammt, ich habe eine Bombe bekommen. Einfach weg damit. Kann ich jetzt hier nicht brauchen. Leider hat sich Kirillien und so jetzt gerade ein bisschen sehr dagegen gekümmert. Wir sind leider ein bisschen arg nutzlos gerade. So haben wir recht sein. Oh, wir sind mit einem Schmodder-Dings drin. Ja, wir schlagen auf den Rattenogre ein, der noch da liegt. Der blockt unsere Schläge ein bisschen. Ist nicht so toll. Schön weg da. Wir sind nicht so wie die Skaven, die da durchlaufen müssen. Oh, wir müssen was ausprobieren. Oh, schade. Ich hätte jetzt echt gerne nochmal alle da runtergeschubst in den Abgrund. Und zum Trank haben wir natürlich gar nicht benutzt. Naja. Ich bin da mal gespannt, wirklich noch ungefähr eine Woche und dann gibt's was Cooles Neues. Können wir noch? Nee, können wir nicht mehr. Können den Jade-Sensor nicht mehr platzieren. Ich sag schon wieder Jade-Sensor. Jade Dingens hier, Räuchergefäß. Ja, ich finde das aber eigentlich ziemlich cool, dass sie das hier eingeführt haben. Richtig cool wäre es, wenn man es auch in normalen Maps irgendwie bekommen könnte. Aber das wäre ein bisschen übertrieben da natürlich. Bin mal gespannt, wie viel Damage der Zwerg gemacht hat. Ich wette mit einem 80.000 oder so. Der hat ja alles hier weggebombt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja, jetzt ich wünsche, man könnte die Truhen komplett überspringen. Nur 40.000. Okay, das ist echt nicht so viel. Normalerweise geht der Zwerg richtig hart ab mit der Bombe. Ah ja, war trotzdem ziemlich coole Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oben gibt es wie immer die Playlist. In einer Woche oder so gibt es dann das Update. Neues Gameplay dann von dem Update, da bin ich mal sehr, sehr gespannt drüber. Und ja, wir sehen uns dann. Und bis dahin, tschüss.